Wir sind jetzt bei Gartenbaureferent der Landwirtschaftskammer, Harald Rammel. Wie schaut es denn momentan aus im Land bezüglich Buchsbaum, Zünsler? Wie ist der auf dem Vormarsch oder wie viele Pflanzen sind schon befallen? Also eine exakte Zahl der befallenen Pflanzen kann ich natürlich nicht abgeben, aber wir stellen fest, dass es massive Fraßtätigkeiten im ganzen Land gibt. Schwerpunkt ist jetzt ja, Unterland und die Regionen, die bis dato noch nicht betroffen sind. Also das Insekt, die Raupen haben jetzt in reife Fraß und ich habe gerade gestern Raupen von 3 mm bis zu 3 cm gefunden. Also das ist alles vorhanden. Kann man schon irgendwelche Vergleiche zum letzten Jahr ziehen? Ist es stärker oder weniger stark, der Befall? Kann ich nicht wirklich sagen. Es ist ausreichend stark. Also wir haben das ganze Land befallen und es ist dramatisch. Und was kann man denn gegen den Buchsbaumzünsler tun? Gibt es da irgendwelche Tipps oder Tricks? Ja, die Grundüberlegung ist, wie wichtig ist mir der Buchs? Möchte ich den Buchs erhalten? Dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Einzelpflanzen kann ich händisch durchsuchen und die Raupen zusammendrücken und abglauben. Bei größeren Pflanzen haben wir natürlich dann das Problem, dass es sehr zeitaufwendig ist und die Tiere leben verborgen. Das heißt, dort haben wir dann die Möglichkeit, mit einem Hochdruckreiniger in so entsprechenden Abstand die Pflanzen durchzuspritzen, dass ein Teil der Raupen zumindest kaputt geht. Und wenn das alles nichts hilft, dann besteht noch die Möglichkeit, dass wir mit chemischen Pflanzenschutzmitteln gegen dieses Insekt Herr werden. Gibt es auch irgendwelche biologischen Mittel, die man verwenden kann? Also zu den Pflanzenschutzmitteln, die da ausgebracht werden, gibt es zwei große Gruppen. Das eine sind eher biologisch wirkende Mittel und das andere sind chemische Mittel. Also die biologischen wirken natürlich auch, werden genauso gespritzt, wirken also auch gegen das Insekt. Die wirken aber so, dass das Insekt dieses Mittel fressen muss. Das wird also aufgenommen und perforiert nachher den Darm des Insekts und dadurch wird dann die Raupe mit der Fraßtätigkeit so weit behindert, beziehungsweise sehr so schwere Verletzungen, dass sie nachher kaputt geht langsam. Jetzt ist der Buchsbaumzünsler schon mehrere Jahre bei uns im Land. Werden wir uns in Zukunft an ihn gewöhnen müssen? Auf jeden Fall. Ja, der Buchsbaumzünsler fühlt sich wohl, hat ein reichhaltiges Nahrungsangebot und dadurch werden wir also auch die nächsten Jahre mit dem Insekt zu tun haben. Darum meine anfängliche Frage, wollen wir den Buchs behalten? Ist uns das wert, mehrfach im Jahr Behandlungen durchzuführen oder sagt man, man wechselt auf eine Ersatzpflanze oder nimmt die Pflanze generell raus aus dem Garten? Jetzt wurde der Buchsbaumzünsler aus Asien eingeschleppt. Gibt es hier bei uns überhaupt natürliche Feinde? Also man hat von verschiedenen Vögeln berichtet, ich habe auch gelesen, dass Wespen einzelne Raupen behandelt haben oder gefressen haben. Nur die richtige, also unsere Natur ist auf diesen Schädling momentan noch nicht vorbereitet und eingestellt und daher schaut der Behandlungserfolg relativ schwach aus. Sind noch weitere Pflanzen betroffen vom Befall des Buchsbaumzünslers? Also bei uns ist nichts bekannt. Man hat berichtet, dass auch das Pfaffenkäppchen, also auch Euonymus-Arten, befallen werden können, aber wir haben in Vorarlberg diesbezüglich noch keine Beobachtungen gemacht.